Einzige, was man sagen kann, ist ein wenig zu weit. Aber perfekt. Das ist perfekt. Ah ja, klar. Genau. Aber jetzt kommt es. Darf ich einen Applaus geben für dich? Von allen, von mir? Ja, das war sehr gut. Bravo. Eigentlich. Du kannst den Hund nicht fragen, schneller zu tun. Es ist ein wahnsinnig harmonischer Übung. Arbeite nicht daran. Mit meinem Gruß. Das hast du wahnsinnig gut gemacht. Und ich gehe mehr sagen. Ja, ja. Das ist die Hobeschule. Du schmeißt weg. Die erste Phase. Die Handbewegung heißt, bleib sitzen. Eigentlich heißt das hier, sitzen. Das musst du so verknüpfen. Wie machst du das? Neuen Signal bewegen, alten Signal sprechen, sitz. 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 Und wenn er festgenagelt ist, dann kannst du schmeißen. Und dann kommt die zweite Phase. Dann hat sie den Hund angeguckt, wie ein Profi. Bam. Und was hat der Hund gemacht? Mama angeguckt. Und was hast du dann gemacht? Wen hast du geschickt? Bei das oder bei das? Wenn du geguckt hast, genau. Und dann ist ein Hund losgegangen. Und dann ist er schnell gegangen. Auf seine Art und Weise ist er schnell. Guck mal, das habe ich gerne. Er bettelt. Das sind alle gute Sachen, die ich wahnsinnig gerne habe. Das heißt spontane Arbeit. Und er ist sehr schnell gegangen, hat sehr schön genommen, ist sehr schön zurückgekommen. Hat vor dich gesessen, ohne anstoßen. Das ist perfekt. Und, was habe ich gemerkt? Du hast die Möglichkeit gehabt, den Holz anzufassen, von Distanz, das war perfekt. Und nur den zweiten Mal hast du ausgesagt, das war perfekt. Nur, einen Fehler hast du gemacht, du hast immer bezahlt, da. Und du hast Fuß gesagt und der Hund hat gesagt, nein, ich bekomme immer mein Essen da, Mama, du musst mich bezahlen. Das hat er erzählt. So, jetzt musst du, jetzt musst du, jetzt musst du.